endgültiges Okay der Bank, unterschriebene Darlehensverträge, heißt trotzdem noch nicht, dass auch wirklich alles bereit ist. Das ist die einzige Chance, mit denen in Kontakt zu bleiben und das dann herauszufinden. Ja, also entweder, wie soll ich sagen, es gibt solche und so eine Banker. Ja, es gibt auch wirklich die, das sind allerdings leider die Ausnahmen. Ich habe so ein paar, die habe ich jetzt über 15, 20 Jahre gehegt und gepflegt, ja, weil sie sich bei denen auch noch auf das mündliche Wort verlassen können. Ja, aber das ist wirklich eine aussterbende Spezies. Ja. Aber nichtsdestotrotz können Sie bei Ihrer Hausbank, wenn Sie vielleicht den Filialleiter länger kennen oder was auch immer, auch immer mal gute Leute haben, die dann auch sagen, okay, Mensch, lösungsorientiert, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Aber die meisten Banker sind echt problemorientiert. Da ist ein Problem, jo, ich muss ja nicht zahlen. Ja, also das sind einfach nur die Praxis mich erschrocken. Das war vor 4, 5 Jahren. Da war eigentlich nur eine Kleinigkeit schiefgegangen. Da war irgendein Missverständnis zwischen der alten Bank und der neuen Bank. Und die Kundin traf eigentlich auch keine Schuld. Normal hätte der Banker gesagt, jo, das ist doch nicht mein Problem. Der Kundin waren irgendwie Zusatzkosten von, ich glaube, 500 Euro entstanden, die sie allerdings steuerlich absetzen konnte. Und da sagte der Banker plötzlich zu mir, ohne dass ich auch nur gefragt hätte, sagen Sie mal, meinen Sie, dass die Kundin mit einer Kulanzzahlung von 200 Euro einverstanden wäre? Ich so, ja, muss ich erst mal klären. So. Die Kundin hat sich einen Ast gefreut und ich habe das, wie gesagt, sonst noch nie von einem Banker gehört, dass der freiwillig sagt, ohne dass man doch nur irgendwie eine Andeutung macht, Mensch, ist dumm gelaufen, wir übernehmen da 200 Euro von den Zusatzkosten. Und das Geld war innerhalb von 3 Tagen überwiesen. Also es war nicht nur einfach geplaudert und irgendwie was erzählt, sondern das Geld war wirklich auf dem Konto und alle waren glücklich. Ja, das ist eben einer von dieser aussterbenden Spezies, der einfach sagt, komm, mir geht es doch nicht jetzt um 300 oder 200 Euro, ich will einen zufriedenen Kunden haben und den will ich auch in 10 Jahren noch haben. Ja, aber das ist eben heute in der ganzen Geilzeit nur noch selten zu finden.